Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir öffnen heute gleich mal zu Beginn eine Orient-Truhe, denn wir haben ja erst das letzte Mal ein fettes Chest-Opening gemacht. Wir haben 1250 Schlüssel ausgegeben und wir haben den Hausdrachen bekommen, was richtig cool war, Leute. Aber na gut, heute habe ich natürlich wieder mal eine Frage an euch und zwar möchte ich heute von euch wissen, welche YouTuber schaut ihr denn sonst noch so? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare und falls euch dieses Video gefällt, auf keinen Fall vergessen, dem Ganzen einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von dir freuen. Aber schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welchen YouTuber ihr sonst noch so schaut. Ja, ich bin schon richtig gespannt, was da so stehen wird. Aber na gut, Leute, was werden wir heute machen? Wir werden zuerst mal hier ein paar Kisten öffnen und dann werden wir uns endlich den Richter holen. Viele von euch haben mich davon abgeraten, dass ich mir den Richter hole, denn ihr habt gemeint, der ist nicht mehr so gut. Er wurde schlechter gemacht, aber viele schreiben trotzdem noch, Danny, hol dir endlich den Richter. Und ich muss sagen, ich bin einfach so verdammt neugierig, wie das ist, wenn man diese Rakete steuern kann. Denn das Besondere am Richter ist ja, dass man hier seine Rakete steuern kann, also dass es eine Lenkrakete ist. Und ja, wir gehen hier mal in schwer rein und werden uns jetzt um 250 Juwelen den Richter kaufen. Wir haben ja 275, also das geht sich easy aus. Er hat eine Effizienz von 25, Rang legendär, Raketensteuerung, Flächenschaden und Vierfachzoom. Und ich würde sagen, wir kaufen uns das gute Stück mal und wir starten da gleich mal in den Kampf. Nur wir müssen, glaube ich, aufpassen, welche Map wir da nehmen. Denn ich glaube, ja, Pool Party ist nicht so gut. Ich glaube, Himmelsinseln kann das schon ganz gut, weil, ja, die ist schon weitläufig. Da kann man sie verstecken und dann die Rakete abschießen. Denn ich habe schon von ein paar gehört, man muss da wirklich aufpassen, Leute. Wow, wow. Oh, das war dann nicht so toll. Yes, und da haben wir ihn. Und ich finde die Raketensteuerung eigentlich richtig nice, Leute. So, und er macht ja auch Flächenschaden. Oh, ich habe keine Munition mehr. Okay, das ist vielleicht das Blöde am Richter, dass die Munition sehr schnell ausgeht. Und da schießen wir einen nach dem anderen ab. Easy, Leute. Und haben wir schon wieder Munition für den Richter? Ich glaube, oh, der hat uns nicht gesehen. Ja, wir haben wieder Munition. So, und da haben wir den noch getroffen? Ja, wir haben den, glaube ich, getroffen. Denn ansonsten würden wir ihn ja jetzt spielen sehen. Ja, da waren auch noch die Punkte. Aber ich muss sagen, man ist sehr langsam mit dem Richter hier. Aber na gut. Aber ich finde die Raketensteuerung, ich habe mir das Ganze viel schwieriger vorgestellt, als das Ganze hier ist. Ich finde das eigentlich recht leicht hier, um ehrlich zu sein. Denn man kann das einfach mit etwas Wischen hier steuern. So. Uah! Okay, dann fliegen wir halt weiter. Wie lange kann man hier fliegen? Okay, irgendwann geht das Ding dann in Luft auf. Ja, und wie ihr seht, ich stehe da hinten einfach und der hat mich, glaube ich, getroffen mit dem, ja, mit dem Prototype. Deswegen ist auch meine Energie runtergegangen. Aber wir haben den trotzdem noch zerstören können. Anscheinend fliegt die Rakete dann trotzdem weiter. Wäre auch blöd irgendwie, wenn die dann stehen bleiben würde. So, da haben wir einen. Ich glaube, der andere ist hier raufgegangen. Wenn das... Nö, ist er doch dann nicht. Wer schießt mich hier an? So, wir holen uns jetzt mal den Samurai. Den haben wir ja auch gekauft. Und ja, Leute, wir haben jetzt fast alle Waffen, die ihr mir so vorgeschlagen habt, gekauft. Deswegen schreibt mir mal rein, was ihr noch so sehen wollt. Und ja, ich werde natürlich schauen, dass ich in den nächsten Videos mal ein paar Levels aufsteige. Denn ja, momentan bin ich ja... Ja. Level 24, da geht noch mehr. Und ich habe euch ja gefragt, welche YouTuber ihr sonst noch so schaut. Außer meinen Kanal hier. Und ja, ich habe euch nicht gesagt, welche ich so schaue. Ich muss sagen, ich schaue sehr, sehr gerne den Dena, also den Felix von der Laden. Also mehr seine Vlogs als seinen Gaming-Content. Und wenn ich sonst noch feiere, ist der Jun Olsen. Er macht so Vlogs. Und dann, ja, Casey Neistat mag ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Und Peter McKinnon, der macht so Foto-Video-Tutorials und der ist ein richtig, richtig cooler YouTuber. Könnt ihr mal alle auschecken. Und ja, wie gesagt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche ihr sonst noch so guckt. Vielleicht sind da ja neue dabei, die ich noch nicht kenne und die ich dann auch abonnieren werde und regelmäßig schauen werde. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das reinschreibt. Und ihr könnt euch auch gegenseitig hier etwas austauschen, vielleicht... Ja, wenn ihr die Kommentare dann durchlest, vielleicht findet ihr ja auch ein paar neue coole YouTuber, die ihr abonnieren könnt. Aber na gut, Leute, wir konzentrieren uns hier gleich mal wieder auf das Match hier. Und es sieht gar nicht so schlecht aus für uns, muss ich sagen. Da wir sind sehr, sehr weit vorne. Der Richter ist eigentlich ziemlich nice und er macht irgendwie auf meinem Level trotzdem noch einen One-Hit. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das dann aussieht, wenn man hier
weiter ist. Und ja, da läuft einer. Und wir fliegen hier einmal um den Berg. Es macht ja auch, wie gesagt, Flächenschaden. Deswegen. So, wo ist der hin? Ich glaube, der ist irgendwo auf dem Baum rauf. So, und der sieht uns natürlich hier und schießt auch auf uns. Aber ich hoffe, wir haben den auch getroffen. Sehen wir gleich, wenn die Punkte da... Ja, haben wir. War sogar gleich mal Revanche, Leute. Okay, der fliegt gleich mal hier runter. So, da oben ist er. Ich hoffe, ich komme so weit. Okay, ich komme anscheinend nicht so weit. Hey, wo ist denn der? Ich wollte das nicht schießen. Ah, da oben ist er. Aber na gut, wir haben gewonnen, Leute, 33 Pokale, das heißt, wir waren der Beste hier in unserem Team. Wir haben 16 Kills hier, 785 Punkte und schreibt mir doch mal bitte eure Meinung vom Richter in die Kommentare. Das würde mich eigentlich riesig interessieren, was ihr zu dem Teil so sagt. Wie gesagt, ich finde ihn eigentlich recht interessant, weil das eigentlich die einzige Waffe ist, die was Besonderes ist. Also ja, Flächenschaden und so machen sie ja alle oder prallen von der Wand ab. Aber das, dass man die Rakete steuern kann, das ist schon mal richtig, richtig, richtig cool, finde ich. Ja, falls ihr irgendwelche geheimen Tipps und Tricks wisst vom Richter, dann schreibt mir das doch mal auch gerne in die Kommentare. Und ob ihr den schon habt, irgendwie finde ich den schon OP, also momentan auf dem Level, wo ich bin. Aber na gut, wir verstecken uns hier am besten gleich mal wieder wo. Und dann, also wir machen uns hier mal einen guten Rundumblick, wo die Gegner hier sind. Das ist auch das Coole. Man kann hier mal ausspionieren, wo alles ist. Ja, die Rakete, wie gesagt, hat nur eine bestimmte Reichweite. Man kann hier nicht ewig herumfliegen. Aber ja, so, wo sind diese schönen, guten Gegner? Hallo, liebe Gegner, wo seid ihr? Anscheinend nicht hier. Hallo? Hallo? Ah, da drüben. Da probieren wir gleich mal, den zu treffen. Ich hoffe, den killt jetzt nicht ein anderer. Nein! Was? So. Ja, er weiß. Wow, wow, wow. Ha! Habe ich noch getroffen? Habe ich den noch getroffen? Bitte, komm, komm schon. Yes, Leute, das war, glaube ich, jetzt eine Revanche. Denn er hat mich gekillt. Und er sieht eigentlich ziemlich lustig aus, wenn man hier mit der Rakete... Kann die in den Looping fliegen? Kann die in den Looping fliegen? Ja, man kann hier in den Looping fliegen. Aber wieso ist sie dann auf einmal so schräg? Hä, das verstehe ich dann gar nicht, aber na gut. So, da hinten ist er. Wow, okay. Jetzt fliegen wir... Das ist... Die Steuerung ist dann schon sehr, sehr komisch. Ja, ich glaube, ich werde dann noch ein extra Video darüber machen, wo wir dann ein paar Stunts machen mit dem Teil. Denn, ja... Oh, Megakanone habe ich ja auch, stimmt. Wenn wir schon dabei sind. Wenn der hier mit der Megakanone schießt, dann schießen wir natürlich mit der Megakanone zurück. So sieht es nämlich hier aus. Und ja, vergesst auf keinen Fall Hashtag DannySCrew in die Kommentare zu schreiben. Würde mich natürlich auch freuen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt... Ja, Glocke aktivieren ist auf alle Fälle nice, denn ich habe gehört, dass sich hier Kommentare, die sehr früh unter dem Video geschrieben werden, gerne ein Like, also ein Herz gebe. Deswegen solltet ihr das auf alle Fälle machen. Und ja, Discord-Server ist auch, wie gesagt, gerade in der Mache. Er bekommt langsam Gestalt und wir kommen auch langsam mit dem Teil klar, denn am Anfang war das ganze Discord-Zeug etwas verwirrend für mich. Ich habe mich da jetzt nicht sofort jetzt ausgekannt, wie es vielleicht andere tun. Aber der Server nimmt langsam Form an. Ich bin gerade dabei, dass ich hier dem Server ein paar Bots gebe. Denn ich kann hier natürlich nicht immer online sein. Und deswegen sollte da, ja, wenn irgendein Spam oder sowas im Kanal geschrieben wird, dass das automatisch so gebannt wird. Denn wir wollen uns ja alle im Kanal super unterhalten und nicht, dass das voll gespammt wird. Deswegen muss ich da Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und ja, da bin ich gerade dabei. Ja, Leute, dürft euch jetzt schon auf den Discord-Server freuen. Ich freue mich natürlich auch. Und ihr dürft natürlich gerne Ideen in die Kommentare schreiben. Ich schreibe jetzt auch immer oft ein paar Mal in meinen Community-Chat hier auf YouTube ein paar Links für, ja, Early Access mehr oder weniger, denn ich möchte den Channel mal mit ein paar wenigen Leuten testen und nicht gleich 100 auf einmal am Channel haben. Deswegen testen wir das Ganze langsam. Ich muss es, wie gesagt, alles gewohnt werden. Und für alle, die nicht wissen, was Discord ist ähnlich wie Teamspeak, aber irgendwie doch mehr wie so eine Chat-App. Also man kann da chatten über alles Mögliche, man kann verschiedene Kanäle erstellen, wo man dann beitreten kann und ja... Es gibt von vielen YouTubern schon Discord-Channels, wo man sich dann austauschen kann mit der Community und das finde ich eigentlich richtig cool. Es ist eine Art, ja, es ist fast wie, man kann es eigentlich wie WhatsApp benutzen und ich bin gerade der größte Noob in diesem Spiel, weil ich mich hier nicht konzentrieren kann. So, jetzt einmal noch den Richter zünden
Und dann haben wir hoffentlich den entscheidenden Kill oder auch nicht. Nö, wir haben den entscheidenden Kill nicht und da verlieren wir. Schade, minus 10, aber was soll's, Leute? Was soll's? So. Aber das ist ja was Schweres. Also bei Schieße die Blöcke ab spielt man ja auch mit schwer. Jetzt bin ich deswegen gespannt, was passiert, wenn ich mit dem Richter bei Schieße die Blöcke abspiele. Ich meine, zum Schluss, wenn nur noch wenige da sind, könnte das schon ein Vorteil sein, da man ja genau zielen kann, wo der Gegner hinlaufen wird, beziehungsweise wo er gerade steht und dann den Boden unter den Füßen wegziehen. Nur das, der Nachteil ist dann halt schon, dass man ja irgendwie nicht sieht, wenn man die Rakete schießt und deswegen, ja, man kann damit spielen, tatsächlich, nur Sinn hat das, glaube ich, das Ganze jetzt wenig hier. So, okay. Und wenn die Gegner mal wissen, dass man mit dem Richter spielt, okay, man ist schon ein Mann weniger, man kann halt auch gleich mal ein Loch reinschieben. So. Wow. Wieso kann ich mich nicht... Okay, ich kann mich bewegen. Ich dachte schon, ich kann mich nicht bewegen. Also man muss hier wirklich schauen, dass man die Raketen schnell hier irgendwo abkriegt. So, ich habe jetzt... Kann das Teil... Ladet das Teil hier immer nach. Okay, ja, man hat immer einen Schuss übrig. Okay, das ist gut zu wissen. So, dahin. Also man kann hier schon platziert spielen, aber ich meine... Der Sinn dahinter ist ja wirklich dahingestellt. Man kann hier schöne Löcher schießen. Aber ich glaube nicht, dass der Richter die beste Waffe für Schieße die Blöcke ab ist, meiner Meinung nach. Da gibt es bessere Waffen, wie zum Beispiel die Champion Solarkanone. Die ist auf alle Fälle um einiges besser hier und auch die Geisterlaterne finde ich nach wie vor hier eine super Waffe. Und genau das, jetzt ist das passiert, vor dem ich Angst hatte, dass wenn ich nicht hinschaue, mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber na gut, Leute, wir haben es ausprobiert. Ja, wie gesagt, wir haben uns heute den Richter geholt. Ich finde das Teil schon OP, wenn man in Ruhe seine... Dankeschön für das Like, wenn man in Ruhe hier seine Rakete lenken kann, aber ich glaube nicht, dass ich den so oft jetzt spielen werde. Wie gesagt, schreibt mir doch mal bitte eure Meinung zum Richter in die Kommentare. Und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hier da lassen würdet. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao.